Hallo und herzlich willkommen zu meinem 97. 7 Days to Die Stream. Wir haben Freitag, 7. September 2018, 10.14 Uhr, Windows 7 Internetzeit. Wir starten in Kürze. So nervig, dass ich meine eigene Streams Werbung habe. Muss man doch ganz kurz was erledigen. Und dann geht's los. Mögen wir sehen, ich sag die ersten Zuschauer warten. Auch dringend ein in Kürze Bildschirm. Ich meine, als Text hatte ich es ja mal, müsste ich mir wieder einführen. Okay, das ist an, das ist an. Komm mal rüber, mach einfach das an. Hat schon jemand was geschrieben? Nö. Das ist gut. Test, Test, Mumu. Test, Test, Mumu. Läuft. Das läuft schon mal super duper. Was? Das ist doch jetzt ein Witz. Was ist denn der Unsinn schon wieder? Retrieve. Abfragen. Abrufen. Ich kann Serverinformationen nicht abrufen. Ja. Warum spiele ich überhaupt auf dem Server? Ich sitze nicht davon rein. Was machen wir jetzt? Ich wollte doch nur ein kurzes Mikrostreamchen abhalten.
Ich guck mal nach. Genau. Ich guck die Daten noch mal ganz genau nach. Und 76.57.153.61. Hi Oliki. Und dann 27.090. Wir haben ein Problem. Ich komme nicht auf den Server. Deswegen müssen wir jetzt eine Stunde Däumchen drehen. Ich könnte jetzt ja was machen, was ich sonst und so halt schon lange mal da reingucken wollte, aber das könnte sehr lange dauern, das jetzt zu updaten. Aber dann gucke ich mal. Woanders rein. Noch schnell meinen Titel ändern. So. Wenn die Scheiße nicht gehen will, wobei einmal kann man es einmal nochmal neu starten. Spiele. Und gleichzeitig starte ich meine Runde Minecraft. Jetzt überfordere ich meinen Rechner vollständig. Ich kann nicht lange bleiben. Nimm auf mich keine Rücksicht. Nö, mach ich nicht. Ich wollte mich jetzt einfach, bevor ich was esse, eine Stunde beschäftigen. Da wollte ich jetzt ein Stündchen streamen, aber. Uch. Wenn er mich hier am Server lässt, dann. Ach, Scheiße. Wie ist man ohne Minecraft? Ich brauche mein Passwort. Okay, leck mir am Arsch. Passwort. Lass mal finden. Minecraft. Ah, das ist ja primitiv. Okay. Paste. Copy, paste, copy, paste, copy, paste. Paste. Anmelden. Moment mal. Ich darf doch ja nicht Minecraft downloaden. Ich muss doch hier Dings. Einen komischen Technik-Lounge öffnen. Das kriege ich moin. Und Login. Genau, Modpacks, Snoofu-Pack, spielen. Ja, möchte ich updaten. Ich weiß nicht, ob auch Minecraft gleich mit updatet. Kann ja mal dauern.
Meine Festplatte ist auch schön voll. Wow. Mikros noch offen? Ja. Boom, 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 boom. Ja, nimm das Fenster. Warum lässt du mich das Fenster nicht ziehen? Ja, jetzt. Schauen wir, was wir haben. Wollte schon lange mal reingucken, was da so los ist. Gleich mal auf meinen Drittkanal gucken. Und mein letzter Minecraft-Stream war. Oh Gott, ist der Rechner überlastet. Ach, ich wollte doch noch kommentieren. Sieh mal einer an, wer da kommentiert. So, jetzt habe ich mal kommentiert. Ach Gott, worauf muss man da gehen? Mehrspieler, glaube ich. Genau, da klickt man ja drauf. Was ist denn das Fenster so geil? Na, wenigstens klappt das reibungslos. Du musst heute mal wieder einen Vlog machen. Du, UFO, ich kann mich nicht einloggen bei 7 Days. Warum? Hilf mir. Ich werde demnächst auch wieder Minecraft daddeln. Kann Zombies nicht mehr sehen. Nach Monaten ist die Luft raus. Ne, ich kann die Zombies noch sehen, aber ich kann mich nicht einloggen. Du wirst einen Vlog machen, das will ich auch hoffen. Darauf warten wir seit Monaten. Danke fürs Hosten. Guck, wir haben heute wieder strahlenden Sonnenschein. Da scheint die Sonne ins Gesicht. Man sieht mich gar nicht, weil ich so erleuchtet bin. Ich kann mich nicht in 7 Days einloggen. Warum? Hat jemand den Server gecrashed, ohne mir Bescheid zu geben? UFO, könntest du dich mal bei 7 Days einloggen und für mich gucken? Oh, was war das gerade oben? Grünes. Was ist das für ein grünes Ding? Oh, tatsächlich, meine Scheiben sind weg. Als Snowden bei sich drauf war, waren meine Scheiben auch noch okay. Ich muss ein ernsthaftes Wörtchen mit Snowden reden. Meine Scheiben sind weg. Aber als er bei sich auf Minecraft-Server war, waren die Scheiben da. Jetzt, wo ich mich einlogge, sind meine Scheiben weg. Die roten Scheiben sind weg, die grünen Scheiben sind weg, die blauen Scheiben sind weg.
Und die normalen Scheiben, die sieht man gar nicht mehr. Die sind komplett unsichtbar. Also alles, was irgendwie was mit Glas zu tun hat, sieht gerade zum Kotzen aus. Jetzt habe ich schon keine Lust mehr, weil wir davon abgesehen, dass die Öfen und die Türen sowieso. Ich möchte mal wissen, welcher Vollidiot hier auch bei mir reingemacht hat. Nee. Meine Scheiben sind alle weg. Ich glaube, das Texturenpack hat sich geändert, erarbeitet wurde. Ja, aber ich habe doch bei Ihnen zugeguckt. Er sollte doch... Meine Freundin hat mir gesagt, da stimmt was mit meinen Scheiben nicht. Dann war ich bei Snowden im Stream und habe mal mein Haus vorbeigehen lassen. Und auf seinem Spiel, wenn er streamt, da sind meine Scheiben normal, Ufo. Die sind nur, wenn ich mich einlogge, nicht da. Und das ist gerade wunderlich. Dass er an den Texturen arbeitet, weiß ich, aber es hat gar keine Scheiben mehr. Das kann er ja richtig kirre machen. Funktioniert mein Teleporter überhaupt noch? Nö. Das sieht ein bisschen komisch aus. Fortschritt erzielt. What? No more skinny dipping? Das ist ja gruselig. Ich kann hier überall durchgucken. Guckt euch das an, das sieht doch zum Kotzen aus. Meine ganze Fabrik ist ruiniert. Das hohe Führerspool. Jetzt gucke ich mal, wie es da hinten aussieht. Die Scheiben hat wohl einer gebraucht. Wahrscheinlich. Ach, ist das cool gemacht. Ja, und das Kauderwelsche Osch, das war mal ein schönes Muster. Das war mal ein richtig schönes Muster und jetzt sieht alles sehr kauderwelschig aus. Dafür hat es nur eine Eins erreicht, die Dinger blinken nicht mehr. Die Nether-Lampen hier, die blinken nicht mehr. Das ist aber das Einzige, aber dafür sind die Fenster jetzt alle durchsichtig. Oh Gott. Ich komme momentan auch nicht auf den 7-Day-Server. Hier stimmen eine Menge Sachen nicht. Das Problem ist, dass ich nicht hier gerade Lust habe, irgendwas zu bauen, wenn ich keine Scheiben habe. Das sieht ja furchtbar aus. Das hier oben sieht auch ganz gut aus. Mein Dach sieht noch ganz hübsch aus. Guck ich mal, was hier. Hier steht auf einmal ein riesiges Haus. Wie hört es? Ufo, gegenüber dein Haus steht auf einmal ein riesiges Haus. Mit Scheiben, die auch weg sind. Seht ihr? Alle Scheiben sind weg. Hier, Dinge ändern sich eben. Ja, nur dass ich manche Änderungen halt nicht akzeptiere. Und das ist keine kleine Änderung. Das ist mal die Verunstaltung von hier, stimmt auch nicht mehr. Das Glas haut bei keinem mehr hin. Auch bei dir haut das Glas nicht mehr hin. Alles sehr komisch aus. Deine Tür sieht auch sehr komisch aus. Dein Teppich sieht sehr komisch aus. Deine Scheiben sehen sehr komisch aus. Das sieht sehr komisch aus. Das Lilane. Das war auch mal irgendwie anders. Hast du ein aktuelles Modpack? Wo soll ich das wissen? Ich starte einfach den Launcher und da aktualisiert sich die Scheiße selber. Da es ein Server ist, kann ich nicht drauf eingreifen und einfach meine Modpacks nehmen. So geht das nicht. Der Launcher hat doch gerade alles geupdatet und aktualisiert. Da hat mich der Launcher gefragt, wollen sie updaten? Ich klicke auf ja, bitte alles updaten. Und dementsprechend müsste dann auch das neue Pack. Aber die Scheiben sind nur bei uns so mäh. Also bei mir jetzt gerade so mäh. Bei Snowne waren meine Scheiben okay. Also hat Snowne was auf seinem Rechner, was ich nicht hab. Ich würde ihn gerne fragen. Jetzt muss er da sein. War dein Pferd schon immer schwarz? Das sieht sehr komisch aus.
Guck gerade, Pflanzen hat Futur. Das war eine Inspiration für meinen Vlog. Echt? Ich habe dich schon kommentieren sehen. Ich habe auch gerade drunter kommentiert. Das Geilste von dem Hall, oder wie auch immer man es ausspricht, ist hier, hier veganes Gulasch. Ich kann drauf fixen. Ich will das unbedingt mal kosten. Veganes Gulasch, was ist das denn hier? Hat sich viel geändert, das ist so nicht in Ordnung. Aber hat hinten bei deiner Eisdiele irgendwas Neues gebaut? Das würde ich mir mal angucken. Falls sich dein einer ganz schön planiert, ey. Das macht das nicht immer nur ich. Oh, hat ja einer planiert. Alter, wer war das denn? Und wer steht da? Ach, ein Zombie. Uah, ich weiß nicht, ob jemand Minecraft kämpft. Genau, hier ist deine Eisdiele. Ach, das ist dann das, was er planiert hat. Gegenüber deiner Eisdiele. Das war diese Fläche da. Ah, hier stimmt aber auch ja nicht mehr. Das taucht immer feierlich. Captain's Eisdiele. Whatever this is. Auf jeden Fall sehr aufwendig gemeißelt. Übel. Wer hat das denn gemacht? Jo, bei Odigi, falls ich es noch nicht erwähnt hatte. Ja, hab's gelesen. Ja. Oder ist es einfach nur Dekokraft? Kann auch einfach nur Dekokraft sein. Ja, da irgendwas planiert. Guck dich mal diese riesige Fläche an. Alles planiert. Hat aus Wüste Savanne gemacht. Das macht doch sonst immer nur ich. Hier wird irgendwas gebaut. Hier sind Diamanttruhen. Und hier entsteht was. Ach ja. Ach, das sind Glastüren, man sieht sie nicht. Das Texturenpack fehlt. Ist das ja Bankautomaten? Ich bin in einer Bank. Ja, lol. Ja, lol. Kann ich den irgendwie verwenden? Ich hab vergessen, wie man Kisten öffnet. In Minecraft. Scheiße, wie öffnet man Kisten in Minecraft? Das ist ein bisschen lange her. Was ist das? Personal Safe Wallet. Extra Storage for your money. Only holds currency. Was es nicht alles gibt. Nur eine Treppe aus Erde ist ja jetzt ein bisschen, naja. Ah, so öffnet man Kisten. Lang ist es her. Ach, habe ich lange nicht Minecraft gespielt. Also im Jahr 2018 noch gar nicht. Ich glaube, ich habe Silvester das letzte Mal Minecraft gespielt. Silvester 17. Naja, sehe ich mal eine Runde meinen Tunnel angucken. Oh, Gold, oh. Mega. Warte mal, ist das eine gemeißelte Mauer? Ja, das mit den Texturen geht gar nicht.
Ich schreibe mal ein rundes Node an. Das sind ja ein bisschen sehr viele technische Probleme. Ach, UFO, was sagst du zu dem Brownie-D? Der hat mich am meisten geflasht. Habe ich schon Real Life gesehen gestern. So. Ach nee. Da diese Dinger nicht mehr flimmern, muss ich das neueste Grafikpack drauf haben. Vielleicht kannst du andere Fenster einbauen. Moment. Fenster. Ach Gott, bin ich hübsch. Guck mal. Andere Fenster. Du meinst, gibt jetzt neue? Andere? Irgendwie? Moment. Wo kommt denn die ganze? Die Tür sieht so hässlich aus. Die. Oh. Wer hat diese Hühner bei mir? Ne? Ach, zu. Okay, was wollte ich jetzt? Ich wollte nach Fenstern gucken. Nach wie jeden nochmal. Hier, so müssten die grünen Fenster aussehen, siehst du? So. Wenn ich Glas mache und die grünen Dings, sehen die Fenster so aus. Nun ja. Das hier sind solche Fenster. Ich werde jetzt mal neue Fenster basteln. Dazu brauche ich Glas. Und Farbe? Oh Gott, war ich Farbe? Oh Gott, war ich denn Farbe? Oh, was ich für ein Zeug alles hab. Iron. Ich hab kein Iron-Barren. Gott, hab ich viel Lampe. Hab ich lange nicht in Minecraft gespielt. Diese Flaschen sahen doch alle anders aus. Dachte, nee, egal. Farbe. Nutzloses Salz. Spezialsachen. Es gibt doch nicht, dass ich keine Farbe mehr habe. So. Na. Okay, da war mal Erde drin. Sand vorne Erde, dann nicht mehr. Sag mal, wo kommt diese ganze Hühner her? Da ich nicht mehr wirklich weiß, wie man Farbe mischt, komme ich jetzt hier runter. Kann ich jetzt auch kein Testfenster bauen? Warte doch mal, ich tue dir doch gar nichts. So.
Bring dich doch nur um. So. So weit, gut. Sag mal. Jetzt aber. Wie macht man Farbe nochmal? Hallo? Nee, irgendwo. Ach, hier, genau. Hier habe ich gleich Farbe reingeschmissen zuletzt. Oh, grüne Farbe, grüne Farbe. Ich glaube, Kaktus kochen, ne? Ich glaube, wenn man Kaktus kocht. Aber wo kriege ich jetzt Kaktus her? Ach, sweet. Kaktusgrün und Knochenmehl. Kaktusgrün ist gekochter Kaktus. Klauen wir jetzt mal ein bisschen Kaktus. Kaktus wächst, glaube ich, nach, wenn man die obere Spitze nimmt, oder? Ein Steinofen sein. Das sieht aus wie die hier. Das ist ein Collect Experience. Das sieht so neu aus. Ein Stromversorgung. Das ist noch Knusper. Mach mal eine. Och Gottchen. Danke fürs Rösten. Hier ist was los. Energiedecke 40.000 und irgendwo im Untergrund. Oh, ist auch dunkel. Habe ich nochmal einen Energiespeicher von. Der sich natürlich nur tagsüber auflädt. Einen Energiespeicher von. Wie spricht man diese Zahl aus? 40 Millionen. Ja, hi, meine Banane. Das lädt sich übrigens gerade durch meine Wasserräder auf, weil es ist Nacht. Das sind meine Wasserräder, das feiere ich total. Ich bastel gleich Fenster, gleich mal ein bisschen Glas. Ja, auch dieses Glas sieht anders aus als vorher. Das ist. Ja, hier auch nochmal gespeichert 400.000. Ach, habe ich das hübsch gemacht. Naja, Durch meine 6 Wasserräder. Die sich so nah an Dings nur sehr langsam drehen, lädt sich gerade mein Speicher wieder auf. Ansonsten ist er ja komplett solarzellenabhängig. Na, was bist denn Tolles am Machen? Machen tue ich ja nicht, ich bin am Verzweifeln, weil meine Fenstergrafiken alle scheiße aussehen. Guck dir mal diese Fenster an. Die alten Grafiken sind weg. Ich baste jetzt gleich mal ein neues Fenster, um zu gucken. Woran das Licht? Hier sind andere Solarzellen. Zwei Solarflügel. Solarborg und Solarfläche. Geben mir jede Menge Solarstrom. Habe ich geterraformt? Dieser furchtbar unfertige Borg hier. Fehlt immer noch ein paar Zellchen. Zellchen.
Cedric nicht gesagt, er hätte viel gebaut, aber es sind immer noch keine Schienen. Ich bin krank. Nein! Heute Abend streame ich zu 95%. Ja, ja. Die 60% haben nicht gewirkt, die 80% auch nicht und die 95% und außerdem ist Abend scheiße, weil ich ins Bett. Du musst so um die Zeit jetzt streamen, Vormittag. Oh, das ist ja schon ein richtiges Dach drauf, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ist ja geil. Glaube zu wissen, wie man das nennt. Genau. Das ist ein Walmdach. Danke, diesmal hat es mich vorher erwischt, sogar mit Fieber und all dem Kram. Überhäuft mich mit Mitleid. Armes Mama Nane. Ich habe da ein geiles Medikament für dich, was ich immer nehme. Wenn es dich interessiert, würde ich das nennen. Danach geht es nochmal knusper, sind die Schmerzen nicht so schlimm. Endlich einer, der zur besten Streamingzeit streamt. Genau, ich streame immer zur besten Streamingzeit. Hi, Toll. Mama, fühl dich geknuddelt, du armes Kleines. Ich hatte nämlich im Jahr 2017 sehr oft Magen-Darm-Grippe und Fieber und Mandelentzündung. Danke fürs Mitleid. Hier, diese Dinger flimmern nicht mehr. Das heißt, die Veränderung greift schon. Aber die Scheiben sind ja eine Katastrophe. So. Was wollte ich jetzt? Guck mal, ein Walmdach. Ich bin beeindruckt. Sieht richtig hübsch aus. Mandeln habe ich keine mehr. Okay. Kein Problem weniger. So. Ach, meine Ziegeln sehen auch ein bisschen komisch aus, oder? Ja, ist mal so ein Effekt von Weitem. Naja, ich baue jetzt mal, ich versuche jetzt mal Glas zu bauen. Ich baue jetzt einfach der Einfachheit halber mal dunkelgrün. Meine Uhr-Grafik hier unten sieht auch ein bisschen Banane aus. Die sieht scheiße aus. Die Uhr sah immer anders aus. Ach, hier stimmt aber ja nicht mehr an dem Game. Meine Familie schwört auf warmes Bier, aber bäh, da bin ich lieber noch 2 Wochen länger kränker. Ich nehme immer Kryptostat. Kryptostat C, das Zeug knallt rein. Da wird das Leiden, da geht der Schmerz zur Hälfte weg. Das ist richtig angenehm, das Zeug. Aber warmes Bier, nee, lass mal. Oh, hi, Delfino. Zu viele Rote heute anwesend, hab dich schon wieder übersehen. Minecraft, ja, Delfino, guck dir meine Scheiben an, mir kommt's kotzen. Wir kommen nicht auf den Server bei 7 Days. Kannst du mal probieren, ob du auf den Server kommst, Delfino? Das ist der Grund, warum ich Minecraft spiele. Ich wollte nur ein kleines Stündchen streamen, ein Mikro-Stream, bis ich Mittagessen esse. Und dann komme ich nicht in 7 Days Server rein, ich Minecraft Server, meine Scheiben sehen alle wie ausgekackt und ausgeschissen aus. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen frustig und habe nicht wirklich Bock, was zu bauen in Minecraft. Guck jetzt erstmal. Ich baue jetzt erstmal Glas. So. Seht ihr? Jetzt haben wir dunkelgrünes Glas. Und wenn ich das setze, seht ihr, in der Hand sieht es richtig aus. Mit Strukturen allen. Aber wenn ich setze, ist es transparent. Da ist jede Scheibe transparent. Kryptostat C nehme ich seit gestern. Hat bisher nicht viel gebracht. Echt? Erhöhe die Dosis. Nimm's doch bitte. Bei mir hilft das immer. Delfino, warum bist du neuerdings immer schon so früh wach? Na, wegen mir. Ich hab doch gesagt, in den letzten Streams habe ich doch gesagt, ihr sollt alle früher aufstehen, weil es kann sein, dass ich dann sehr zeitig streame. So viel wie möglich schlafen und viel Wasser. Oh ja, Wasser trinken. Japanisch Wasserkur ist das Beste, was mir passiert ist. Allerdings hat er eine Nebenwirkung. Wenn man einen Tag auslässt, dreht der Körper durch. Aber ich empfehle, jeden Morgen
ein paar hundert Milliliter destilliertes Wasser und ein paar hundert Milliliter Fachringenwasser. Das geilste überhaupt. Der Körper wird hydriert, das fühlt sich mega an. Hier, Delfino, guck dir mal meine Scheiben an. Das geht gar nicht. So wie in meiner Hand muss die eigentlich aussehen. Ah. Ich will meine Scheiben wieder. Scheibenhonig. Ich will ein bisschen Huhn braten. Könnte man nochmal wieder Fehler machen? Ha! So viel wie möglich, also habe ich schon gelesen, das Medikament erhöhen kann ich nimmer wie früher. Muss doch auf den Blutdruck achten. Ah, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Naja, ich bin froh, dass es mir hilft. Paracetamol hat keinen Einfluss auf den Blutdruck. Und ich kenne mich damit nicht aus. Nur, das ist Paracetamol und hauptsächlich Vitamin C. Alternativ kann ich auch reines Vitamin C-Präparat empfehlen. Und davon etliche Mikrogramm. Das schadet definitiv nicht. Also blanke Vitamine ohne Paracetamol drin. Hallo Elfblue. Ich weiß nicht wie, aber heute Nacht habe ich 8 Stunden durchgeschlafen. Denke, das Fieber war so hoch. Ja, dann müsste doch schon fast wieder gesund sein, wenn der Körper sich so ausruht. Kaum spiele ich Minecraft, kommen mir auf einmal komische Gestalten hier in meinem Stream. Die kenne ich gar nicht. Wo kommt ihr alle her? Gehe früher ins Bett, spätestens um 1 Uhr. Dann liegt es wohl auch daran, dass ich so viel trinke und einmal in der Nacht aufs Klo gehe. Schlafe quasi in 2 Etappen, bin dafür dann früher wach. Und wenn weniger Gedanken, die mir durch den Kopf gehen vor dem Schlafen, seit ich mit Tienchen rumhänge. Das ist schön. Jo, Paracetamol, Vitamin C und Koffein ist da drin. Ich nehme frisches Vitamin C zu mir, nichts Künstliches. Auch nicht schlecht. Hauptsache Vitamin C. So. Könnt mal raten, was ich mir heute Morgen für Supplemente reingeballert habe. Heute Morgen habe ich mir regelrecht Supplement-Cocktail vor die Kante gehauen. Hat mich sehr wach gemacht. Knallt voll rein. Ja, mein Teleporter geht nicht. Hier ein scheiß Minecraft geht aber ja nicht. Und aller Welt ist eigentlich mein anderer Teleporter. Also der Telepad ist weg. Da stand ein Telepad. Ah, hier stimmt ja nicht mehr. Existiert Telepad überhaupt noch? Heute kein 7 Days, wir kommen nicht auf den Server. Delfino, guckst du mal, ob du auf den Server kommst? Ufo und ich kommen schon mal nicht auf den Server von 7 Days. Ich trinke jetzt mal meinen Liter Wasser. Guten Genuss. Der Hochsommer ist vorbei, da geht's einem auch besser. Ja, also mir persönlich ist schon wieder zu kalt. Also es könnte ruhig noch ein bisschen sommern. Wir hatten die letzten beiden Tage wunderschönes Wetter, aber heute hat's geregnet. Heute hat's geregnet. Okay, warum denn das? Warum was? Wenn ich auf den 7-Day-Server komme? Keine Ahnung. Ich bin froh, Minecraft zu sehen. Das freut mich, aber ich spiele Minecraft nicht, solange ich nicht meine alten Fenster wieder habe. Weil dann haben meine zukünftigen Bauprojekte, die ich so im Kopf habe, auch keinen Sinn mehr. Ich brauche die normalen Fenster. Und nicht diese transparenten irgendwas hier. Ja. So wie das Ding hier an meiner Hand müssen die Fenster aussehen. Buntglasmuster. DWD123DW spricht Deutsch. Weiß nicht, was du heute willst. Wir hatten gestern auch Regen. Wir hatten heute Morgen Regen um 5. Das war schön, halt. Gleich mal gelüftet, kam gute Luft rein. Und jetzt ist es halt so halb bewölkt, halb Sonne.
und leicht frisch. Also man kann draußen gerade noch so im T-Shirt, aber es geht schon, es ist schon grenzwertig. Länger als 500 Meter schaffe ich nicht im T-Shirt, da mache ich schon Pullover. Also es ist sehr unangenehm. Hier drin sitze ich jetzt im T-Shirt und ohne Hose. Ich bin untenrum sehr nackt. 23 eiskalte Grad haben wir hier drin. Ich hatte Regen und Gewitter. Oh, Gewitter schön. Schau mal, ob es nicht irgendwelche Dekofenster bzw. Scheiben gibt. Im Dekokraft hier. Wow. Gibt's? Wie drucke ich denn das nochmal aus? Ah, okay. Das ist auf jeden Fall eine Notlösung. Aber nicht dauerhaft zufriedenstellend. Hä? Wo ist es hin? Ich habe das gerade hergezogen. Hä? Das ist es doch jetzt. Seht ihr, hier ist das Ding. Und wenn ich es hier öffne, ist es nicht mehr. Ach, jetzt ist es da. Naja. Das ist ein seichter Ersatz für meine Fenster. Ich liebe Regengewitter, nur leider kommen dann immer die Viecher rein. Echt? Bei mir nicht? Ich trage nur einen Lederrock. Cool. Ufo macht jetzt einen neuen Vlog mit Lederrock. Das ist kein Rock, das ist die ledrige Haut, die runterhängt. Ja. Du bist böse, Tobi. Nur am Meckern, der Junge grinst. Ja, selbstverständlich. Das ist schon mal jetzt nicht so hässlich. Aber ich müsste jetzt bei meiner gesamten Fabrik alle Scheiben rausballern. Und ich will was von, ich habe Snone privat angeschrieben, ich will von Snone auch schon eine Antwort haben. Toll, du bist entmottet. Ja, toll, das hast du jetzt davon. Aber es ist nicht schlecht, also es würde gehen. Jetzt gucke ich mir noch die anderen Farben an. Ich muss hier irgendwo Farben reinschmeißen, ich weiß nicht mehr genau, wie das geht. Könnt ihr mir mal sagen, wie man hier nochmal Farbe reinschmeißt? Jetzt gucke ich mir das Grün an. Naja, wie schon gesagt, das ist ganz nice, aber kommt nicht ganz ans Original ran, wie man in meiner Hand sieht. Ganz nice. Jetzt hole ich mir noch Blau. Genau, ein helles Blau. Ganz nice. Kommt zu 80% ans Original ran. War keine schlechte Idee, Delfino. Kam doch von Idee, glaube ich, kam von Delfino, oder? Nein, nicht in Worten. Hab ich das vermisst? Was hast vermisst? Geht bei mir nicht. Server ist auch nicht mehr an der Liste. Er ist nicht mehr an der Liste. Wo ist er hin? Leute, alle, die jetzt im Chat sind, ihr schreibt jetzt alles None wütend an und fragt, wo der 7-Day-Server ist. Alle jetzt None, richtig blaren. Da soll nachher so 10 mehr jetzt Flüsternachrichten bei sich sehen und völlig verzweifeln, wenn er online kommt. Jetzt alles None anschreiben. Wo ist der Server hin? Wo sind meine verkackten Glasscheiben hin? Mal gucken, ob das Ding jetzt wieder voll ist. Ja. Also mein Strom läuft noch. Ich weiß eh nicht, wie man Strom über Glasfaser kriegt. Das ist mir immer noch ein physikalisches Rätsel in dem Game hier. Ich werde ihm danken. Du wirst ihm danken? Warum? Also Dekokraftfenster sehen nicht so schlecht aus. Die Idee war doch von Delfino, oder? Also erstmal danke, dass du probiert hast, auf den Server zu kommen, Delfino. Und danke Ufo, dass du probiert hast, auf den Server zu kommen. Genau, ich habe jetzt mal zurückgeschritten. Die Idee kam von Delfino. Könnte man jetzt so machen. Aber ich warte erst auf Antwort von Snone. Hey, die Dinger kann man ja kaputt machen, wieder einsammeln. Ach, wie geil. Könnt ihr mir nochmal sagen, wo man die Farbe hier reinpackt? Hier oben? Ich
Stell doch mal Varactus auf. Ach ja, ich brate mir mal Eier. Leckeres Huhn. Ich darf mir jetzt noch ein paar Kaktus aus und schmeiß da mal grün rein, falls es geht. Guten Morgen, hi Tomcat. Gibt's nicht. Kaum spiele ich Minecraft, kommen ganz andere Leute als sonst. Warum? Nein, 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 Mama! Zombies und Monster sind ja immer noch angestellt. Ich dulde im Videospielen keine Monster. Die gehen mir auf den Sack. Nee, das muss ich essen. Ich bin ja voll. Lecker Huhn. Ich will keine Monster in Minecraft. Dabei ist spannender. Ist Minecraft spannender als 7Ds? Nee. Was haben sie hier schönes Burgenhaftes gebaut? Ist ja unfassbar. Die Platten sehen komisch aus. Die Platten sind, glaube ich, nur gebrannter Stein. Das ist eine Ziege und das ist ein normaler Bruchstein. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr edel aus. Naja. Finde ich schon. Okay. Ich finde Minecraft jetzt auch lustiger. Flieg, kleiner Zieher, flieg. Ja, ja. Die Zombies in 7 Days bringen mich doch hinaus, dass er weiß, gut wie Minecraft-Zombies. Lasst mich in Ruhe. Hau ab. Pfui, Spinne. Pfui, Spinne. Ich hab mal was Grünes eingesammelt. Was ist das? Was ist das? Hier, ich habe einen Dollar eingesammelt. Und 25 Quarter. Wir sind jetzt hier im Casino. Im Casino Minecraft gelandet. Sehr. Hier ist was los. Aua! Kaktus sticht. Also 7 Days ist für mich irgendwie sehr verpackt und unfertig. Es ist leicht verpackt. Also ein paar Betonklötzer trocknen nicht und manchmal landet das Moped mitten im Fußboden. Aber das ist jetzt nicht so hinderlich. Was ich an 7 Days zum Kotzen finde, ist dieses Daumenkino-Zuckle. Aber dafür habe ich mir jetzt ein neues Mainboard schenken lassen, das schon angekommen ist und ich die nächsten Tage einbauen werde. Und deswegen bettle ich hier um eine neue Grafikkarte. Da läuft das schon mal ein bisschen flüssiger. Das 7 Days. Da steht jetzt D&D auf dem Kopf drauf. Und diesen Creeper. Was soll ich mit den Münzen? Ziel sammelt dem Bettler vor der Tür das Geld ab. Richtig. Ich fahre gerade mit ETS bei Delfino vorbei. Hup, hup. Echt? Warum nicht bei mir? Tomcat. Ja, eine neue Grafikkarte wäre was Feines. Aber die sind echt teuer. Ja, deswegen habe ich mir eine billige ausgesucht, in Anführungsstrichen. Für 368 Euro. Und die ist noch human, muss ich sagen. Berlin liegt halt nicht auf der Route. Seid ihr auf demselben Server oder wie? Auf dem Delfino-Server. Was gibt's noch Schönes in Dekokraft? Süß. Ja. Gibt's da auch Ersatz für Stein und das?
Ein Safe, cool. Dekokraft ist geil. Betten, Uhren. Was ist denn ein Dishrack? Kann jemand Spanisch? Was heißt Dish? Ich muss mir auch neue Sachen holen für den PC, sonst wird das nichts mehr mit dem Live sein, weil ich möchte ja auch, dass Leute ein gutes Bild haben, nicht mal ein schlechtes Bild haben bei mir, ja? Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Und ich will halt dieses Daumenkino. Ich habe zwar gesehen, dass das 7 Days sogar auf UFOs NASA-Rechner ruckelt, wenn er Moped fährt. Ich habe es von Anfang an angekündigt, er soll mein Moped fahren und mir beweisen, dass es dann nicht mehr zuckelt, aber es zuckelt noch. Aber ich habe ein Problem mit der Spannungsversorgung meines Prozessors. Deswegen habe ich jetzt... Ey, cool, eine Bankerlampe. Deswegen habe ich jetzt... Ist ja geil. Deswegen habe ich jetzt mir ein neues Mainboard schenken lassen, damit die Spannungsversorgung auf meinem Prozessor gleich bleibt. Mein Prozessor nicht andauernd einknickt und somit auch 7 Days zum Daumenkino wird. Ich müsste 7 Days in den nächsten Tagen, wenn ich mein neues Mainboard eingebaut habe, dann flüssiger laufen. Wobei flüssig relativ ist, weil 20 Frames sind immer noch nicht die das rosa-rote vom Ei. Und deswegen brauche ich halt eine neue Grafikkarte. Also Leute, bitte spenden! Darum bin ich auch im Moment nicht live. Okay. Genau, naja, ich muss erstmal mein AIU Vacu reklamieren. Was ist Vacu? Die Pumpe rattert nach 2 Monaten. Wasserkühlung! Okay. Das 7 Days Ruckel liegt nicht am PC, sondern am Spiel. Auf einmal! Auf einmal, nachdem ihr mich ein Jahr gemobbt habt, gebt ihr endlich zu, dass es am Spiel liegt und die Programmierer gar nichts können. Wasserkühlung, genau. Was du nicht alles hast. Also ich bin mit meinem Mugen 2 und mit meinem Mugen 3 und mit meinem Mugen 3 Updated Kühler sehr zufrieden. Da brauche ich keine Wasserkühlung. Seitdem ich Mugen habe, bin ich total glücklich mit Luftkühlung. Sehr leise, drehen nur mit 1000 Umdrehungen. Sehr angenehm. Seitdem ich Mugen habe und die modernen Grafikkarten auch riesige Lüfter haben und mein Netzteil riesiges Lüfter hat und ich in mein Prozessor riesiger Lüfter hat, bin ich sehr, 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 sehr glücklich. Früher hatte ich auch immer das Bedürfnis nach einer Wasserkühlung, weil das war echt laut. Diese Lüfter waren echt nervig. Aber diese Riesenlüfter, die Mugen? Honda? Keine Ahnung. Mugen heißt das. M-U-G-E-N. So heißt die Firma, die meinen Lüfter erstellt. Und das sind riesige Lüfter. Das ist so ein Kühlbaustein, rechts und links ein Lüfter dran. Bup, bup. Auf dem Server, wo ich das spiele, spiele ich jetzt Level 196. 7 Days. Richtig? Ja, was? Sie hat Hupen? Mugen. Oh, leck mich. Ich kann euch hier gerne mal ein Bild zeichnen. Wie. Gibt bestimmt schon einen Mugen 4, aber ich habe noch einen Mugen 3. Ach, es gibt schon Mugen 5. Ach, es gibt schon Mugen 5. Übel. Ich zeige euch mal ein Bild. Mugen 5 gibt es mittlerweile. Übel. Ich euch zeigen. Auf Link klicken. Ach, er meint so alte russische Lüfter. Ja, die sind unkaputtbar. Hat Russland nicht das geringste zu tun? Was weiß ich, warum die so heißen. Die Firma heißt Skyt oder Skyt oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Die stellt Mugenlüfter her. Und solche Kavenzmenge habe ich auf jeden Prozessor drauf. Und seitdem ich die habe, ist mein Bedürfnis nach Wasserkühlung, die ich früher mal wollte, ganz stark gesunken. Die Dinger sind mega. Man braucht halt nur überdimensioniertes Gehäuse, damit man dann, wenn man die Dinger eingebaut sind, noch ans RAM rankommt und noch an eine Grafikkarte rankommt und noch an eine Festplatte rankommt und so, da braucht man schon ein riesen Gehäuse. Aber mittlerweile habe ich mir ja riesen Gehäuse selber gebaut. Da wollte ich schon längst mal ein Video zu drehen. Sieht interessant aus, ja. Und seitdem höre ich die nicht mehr.
Ich habe auch nur einen Lüfter dran, weil der zweite. Früher waren die, also Mugen 2 war noch zu dick, da war der Kühlbaustein so dick, dass du jedes Mal einen Kühlbaustein abbauen musstest. Und um den abbauen zu können, musst du jedes Mal das Mainboard abbauen, weil die Schrauben von hinten dran überhaupt waren bei den Lüftern, nicht von vorne. Kommen die Schrauben von hinten rein, muss jedes Mal das ganze Mainboard ausbauen. Und das jedes Mal nur, um an das RAM ranzukommen, weil der Kühlbaustein so groß war. Aber seit Mugen 3 sind die Kühlbausteine kleiner. Und du hast rechts und links einen Lüfter. Und wenn du einen Lüfter ablässt, kommst du wieder bequem ans RAM ran. Das haben sie auch wunderbar mittlerweile gemacht. Also die passen sich langsam an. Ich habe jetzt nur einen Lüfter dran. Und zwar auf der linken Seite. Und seitdem, ein Lüfter reicht völlig. Mein Prozessor hier hat 15 Grad im Leerlauf. Bei einem Lüfter. Und seitdem ich nur einen Lüfter dran habe, komme ich rechts wieder an meinen RAM ran. Und seitdem ich mir ein selbst gebasteltes Gehäuse gebaut habe, was doppelt so viel Volumen hat wie ein normales Gehäuse, da komme ich auch bequem an meine Grafikkarte, an meinem Festplatte und alle anderen Steckvorrichtungen dran. Man muss sich auch, also es ist nicht nur einfach so einen Lüfter haben, da muss man schon ein bisschen. Ich habe zum Beispiel meinen zweiten PC, das ist ein Mini-Gehäuse, da kann ich nicht mal mehr einen Seitendecker drauf machen, weil der Lüfter an der Seite rausguckt. Weil der Kühlbaustein zu groß ist. Ich verstehe nur Bahnhof, ist aber auch normal. Ja, klicke auf den Link, dann weißt du, was ich meine, meine Banane. Da hast du ein Bild im Kopf. Naja, ich habe ja einen etwas hitzköpfigeren Protzi. Und da dachte ich mir, holst dir eine anständige Wasserkühlung von Be Quiet. Naja, und die Pumpe rattert nun echt laut. Jetzt habe ich die vorhin ausgebaut und den Darkrock 3 Pro drin. Aber der ragt über die RAM drüber. Vielleicht komme ich mein Geld zurück und bleibe dann wieder beim Luftkühler. Habe ich es nicht gesagt? Das ist mit dem RAM. Wer sich mal mit leisen Luftkühlungen befasst, der wird immer. Sogar er hat Probleme mit dem RAM. Genau das meine ich. Man muss da sehr genau gucken, was man sich kauft. Ist das Mainboard eigentlich da? War gerade abwesend. Ja, das Mainboard kam gestern. Hat ja schon lange gedauert, dafür, dass er es am Montag verschickt. Ich werde das Mainboard in den nächsten 3 bis 4 Tagen einbauen. Das Mainboard ist Hammer. Das hat ja USB 3.0. 3.1 meine ich. Das stimmt hier. Das mit dem USB, ja. Mit dem RAM. Mit dem RAM, ja. Das ist der Lüfter, was RAM ragt. Und, aber wenn man bei einem Mugen 3 nur einen Lüfter dran macht, hat man das Problem gelöst. Und man kommt ans RAM ran. Und die Dinger habe ich jetzt schon ewig. Aber der Mugen 2, der ist. Hab mir schon überlegen, ob ich den wieder verkaufe. Den brauche ich nicht mehr. Der hat immer früher was RAM geragt. Das war nicht sehr angenehm. Ja, eigentlich wollte ich ja, wenn ich wieder Minecraft spiele, mein neues Projekt hier hinten starten. Auf dieser Fläche da. Hier wollte ich mein neues Projekt starten. Gar nicht mal so schlecht geregelt hat er das hier. Richtig schön mittig. Oh, hat er gut gemacht. Ja. Hier wollte ich mein neues Projekt starten, auch weil jetzt die Grafiken alle verhunzt sind. Also einmal die Grafiken von der Fensterscheibe und die Grafiken von diesen weißen Steinen da. Bin ich jetzt gerade nicht so bockig drauf, was Neues zu bauen. Und wenn in den nächsten 24 Stunden ich immer noch nicht in 7 Days reinkomme, dann spiele ich wahrscheinlich ein Xbox-Spiel wieder, weil da habe ich auch noch einiges, was ich spielen muss. Und diese weißen Steine hier, die sehen halt jetzt anders aus als vorher. Und die Türen. Also es macht keinen Spaß mehr, wenn alles anders aussieht. Türen, Fenster, Steine. Cool. Was cool ist, das Mainboard da ist. Oder worum ging es jetzt? Selbst wenn ich diese Steine jetzt, die Fenster jetzt mit Dekokraft auswechsle, dann sehen die Türen immer noch gaga aus. Nämlich irgendwie alle wie Zäune. Das sind keine Zu- und Türen mehr. Fallout. Ja, Fallout ist eins von zwei Spielen, was ich da in Angriff nehmen werde. Und ich habe auf der Xbox 360 auch noch ein Spiel, das ich noch zu Ende spielen muss. Seid gespannt. Ja.
Um ehrlich zu sein, das ist jetzt der Moment, wo ich glaube, ich den Stream beende. Könnt ihr noch 5 Minuten mit mir unterhalten, wenn ihr noch was loswerden wollt? Aber kein Bock mehr. Ich warte aus der Antwort von Snowden. Nun sollen wir sagen, was hier los ist. Schade. Er sollte eh nur Mikro-Stream werben. Ich wollte nur eine Stunde überbrücken, bis zum Mittagessen. Die Stunde habe ich jetzt erfolgreich überbrückt. Och, Menno, ja, tut mir leid. Ich komm ja wieder. Aber ich habe gehört, UFO wollte jetzt übernehmen. Eine Stunde, ja, ich wollte nur eine Stunde überbrücken. Ich wollte meinen Tunnel in 7 Days weiterbauen. 10 Reihen, das hätte man in einer Stunde geschafft. Und ein bisschen Beton herstellen. Aber war nix, weil kein 7 Day. Hier, ich habe sogar schon länger gemacht, bin schon eine Stunde 6 Minuten. Die letzten Streams sind alle nur anderthalb. Und dafür wäre er spenden. Nee, ich will spenden, damit ich motiviert bin, länger zu streamen. Wir hatten wir als Lückenfüller missbraucht. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich hatte eigentlich gar nicht mit Zuschauern erwartet, weil wenn ich früh streame, habe ich immer keinen Zuschauer. Guckt euch mal mein vorletzten Stream an, da habe ich 2 Stunden gestreamt, 0 Zuschauer. Hab doch nicht erwartet, dass der Chat hier so voll wird, hallo? Ich habe nicht wirklich mit Publikum gerechnet, weil die erste Spielstunde, die ich immer spiele, habe ich immer keine Zuschauer, auch bei Minecraft früher. In der ersten Spielstunde hatte ich immer keine Zuschauer. Geht einer der Anwesenden online? Ja, ich habe gehört, Delfino und UFO wollen jetzt streamen. Habe ich aus zuverlässiger, sicherer Quelle gehört. Die beiden wissen gar nicht, was sie streamen sollen, da sie beide, so wie ich, 7 Days süchtig sind und sich selber nicht in 7 Days jetzt einloggen können. Ziehe, was sind das für Streams? Wir hatten ja auch immer kurz was auf, dass du am Ende gar nicht mehr streamst. Nein, ich sehe das genau umgedreht. Ich habe aktuell nicht so viel Zeit zum Streamen, weil ich wichtige technische Dinge im Hintergrund machen muss. Und da gibt es nur 2 Optionen. Entweder ich streame wenigstens eine Stunde, kurz vor Mittagessen, oder ich streame gar nicht. Was wäre euch lieber? Lieber die Stunde mitnehmen am Tag oder gar nicht streamen? Dann werde ich zum zweiten UFO. Dann streame ich gar nicht mehr und dann, das mögt ihr dann sicherlich auch nicht. Dann dachte ich mir, ich streame wieder eine Stunde, habt ihr was davon. Da wisst ihr in Zukunft, wenn ihr viel sehen wollt von mir, müsst ihr schnell einschalten, wenn ich online komme. Nee, nichts Ausrede. Ich sehe das eigentlich, ich bin kundenfreundlich. Ich streame für euch, obwohl ich gar keine Zeit habe in meinem Moment. UFO will ja am Abend mit 95% Wahrscheinlichkeit. Ja, solange es nicht 100 sind. Alles, was unter 2 Stunden ist, ist eine Beleidigung für die Community. 95%, also streamt er nicht, genau so. Nee, nichts Beleidigung. Ich habe die letzten Tage immer nur 1,5 Stunden gestreamt. Könnt euch in Twitch nachgucken, die ganzen Videos hier nur 1,5 bis 2,5 Stunden. Dann lieber 1 Stunde vor, bevor du wie UFO endest, genau. Ich streame heute Abend zu 97, wo jetzt sind schon 2% mehr geworden. Genau, das meine ich. Jeden Tag lieber ein Stündchen als gar nicht. Die Alternative ist gar nicht streamen, weil mehr Zeit habe ich im Moment nicht. Ich habe arsch viel zu tun im Hintergrund. Dafür wird die Technik auch demnächst besser. Es kommen wunderschöne neue YouTube-Videos und weniger Daumenkino in 7 Days. Das ist der Vorteil für das, was ich im Hintergrund alles so mache. Dann mache ich schon mal fein für heute Abend. Mach mich schon mal fein. Jo, mach dich schon mal fein. Vielleicht streame ich nach Mittagessen noch mal eine Minute. Oder ich baue meinen PC um nach Mittagessen. Ich bin noch nicht entschlüssig. Vielleicht baue ich mein neues Mainboard ein. Vielleicht streame ich noch eine Runde. Vielleicht bin ich aber auch zu müde für irgendwas. Meine Leute würden eine Stunde nicht akzeptieren. Doch würden sie. Du streamst jetzt seit 11 Tagen nicht mehr, UFO. Sie würden dir die Füße lecken. Vor gnädiger Dankbarkeit, wenn du eine Stunde streamen würdest. Ich habe dich ganz doll vermisst, UFO. Steigt so die Wahrscheinlichkeit? Jetzt sind es 98%, Mama Nana. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's noch gesagt, bevor es da stand. Geil. Müsst ihr alle noch mit einer Donation locken, dann streamt er zu 99%. Aber mehr rauf will er nicht, weil auf 100% die Füße lecken, genau. Weil auf 100% lässt er sich wahrscheinlich nicht ein. Mein Konto quillt über. Genau, sein Konto quillt über, er weiß nicht, wohin mit seinem ganzen Geld. 99%.
Deine Leute sind auch Zielsleute. Natürlich würden sie das. Sie würden. Okay, ich riech ja eh nix. Also Mama Nane leckt dir die Füße, weil sie nicht riecht, weil sie krank ist. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ach ja, 99,1. Jetzt müsst ihr noch 8 weitere Dinge bringen, damit es 99,9 wären. Ach, so ein IAL-Gequatsch habe ich auch schon lange mehr nicht mehr gemacht. Das macht mir Spaß. Ich streame heute zu 100%. Könnt ihr euch aufschreiben? Nein! Richtig verstanden. Gut. Du streamst heute zu 100%? Na dann jetzt, schmeiß jetzt an, dann kann ich dich hosten. Ab jetzt wäre gut, der Vino. Wird auch noch ganze 5 Minuten. Aber 11.30 Uhr will ich wirklich Schluss machen. Oh Gott, mein Wecker jetzt 2 Minuten vor, den muss ich mal wieder stellen. Den Wecker, den ich mir damals gekauft habe, das ist nämlich alles andere als eine Atomuhr. Das ist das komplette Gegenteil von einer Atomuhr. Der hält immer ein paar Sekunden vor, alle paar Monate. Sag noch ab wann, meine Füße stinken nicht. Hätte ich auch nie behauptet. Oh Mann. Ach, ich wollte ja noch die Dinger in die Kiste schmeißen. Ich hab ja Monster-Loot. Augen. Das hab ich. Was auch immer das hier sein soll. Weiß einer von euch, was ein Dollar-Bill ist und was ein Quarter ist? Im Kontext zu Minecraft? Ah ja, Eier und Dings wollte ich noch braten. Das mache ich noch schnell. Farbe. Leckere Eggs. Okay, Fenster kann ich wieder wegbacken. Brauche ich nicht mehr. Die Fensterscheiben sehen nicht mehr so knigge aus. Die kann ich mir aufheben, falls ich es mir überlege. Und das ist widerlich. Das kann weg. So. Aber schmecken tun sie auch nicht, deine Füße. Gestern Abend war ich zu fertig für die Fino. Gestern hat der Fino gestreamt, ich bin nicht informiert. Jetzt muss ich doch Dinge klären. Aber so ab 13 oder 14 Uhr kann ich auf jeden Fall loslegen. Na, da bin ich doch mit dabei. Was spielst du jetzt, wo wir uns nicht in 7 Days einloggen können? Dieses komische neue Krankenhausspiel da? Der Fino hat gestern gestreamt? Dann übernehme ich 19 Uhr zu 99,2%. Dann muss der Vino ja 5 Stunden abrackern. Ob er das mitmacht? So lange finde ich was zu tun. Na, dann ist der Tag ja gerettet. Na, dann brauche ich heute nicht mehr ran und dann habe ich Zeit, mein Mainboard einzubauen. Da muss der Vino auch die ganze Zeit im Hintergrund streamen. Two Point Hospital wäre der Plan. Wusste ich's doch. Ich hab's gewusst. Ah. Schmeiße ich das Grün noch hier hinten rein. Meine wunderschöne Dekokraftbank. Ach, sehr süß, wie sich das füllt. So ein Häppchen nur. Was habe ich hier alles drin? Ach ja, Schienen für meinen Tunnel. Habe ich ja ewig nicht. Aber es ist ja nicht nur so, dass die ganzen Grafiken anders sind. Mein Telebett ist weg, das hier stand. Mein Teleporter. Und irgendwie scheint das hier kaputt zu sein. Seht ihr das? Seit wann können Steine in Minecraft angeknackst sein? Seht ihr das? Die Steine haben Risse. What the fuck? Ja, so müsste ja auch mein Teleporter stehen an der Stelle. Aber steht nicht mehr da. Telebett ist auch weg. Hier haut ja nicht mehr hin. Snowden hat einen Server ruiniert. Hängt ihn! Oh ja, bitte, Delfino, das Spiel ist super. Also wenn du bis 13 Uhr machst, kann Delfino übernehmen. Never ever. Bin dann, wollte schon längst aufgehört haben, bin dann mal noch eine halbe Stunde arbeiten, so tun als ob. Viel Spaß beim so tun als ob. Ich muss noch viel waschen. Die Maschine geht wieder. Oh, cool. Okay, dann bin ich jetzt weg, Leute.
Dann bedanke ich mich einmal mehr fürs Zuschauen. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ding dong day. Huckelabusch. Ciao, ciao. Haichi bombaichi. Schnick, schnack, schnuck. Buenas dias.